Hallo Gamer, Zauberer, Freunde, so irgendwie. Hallo. Ja. Das ist sehr schön, dass der Savepoint genau hier wieder startet, wo wir zuletzt aufgehört haben. Ja, würde ich mal sagen, wir gehen zu dem kopflosen Nick. Ist hier noch etwas Schönes? Nö. Was ist mit hier? Okay. Was hat das jetzt zu bedeuten? Ja. Okay. Das ist wohl eins der vielen Geheimnisse, die... Gut, da hinten sind ja auch noch welche. Ach. Moment. Ach so, ich hätte jetzt gedacht, das hätte jetzt irgendwas damit zu tun. Eins. Okay. Mal gucken, was passiert. Ja. Und nun? Gut, ihr habt das Rätsel bestimmt schon gelöst, aber ich komme da jetzt irgendwie nicht drauf. Muss ich das Dreieck umdrehen oder was? Bei der 1? Ist das aufregend. Keine Ahnung. Ach so. Ja, eins. So, und dann ist das Dreieck hier. Was war das jetzt für eine Nummer? Ach Leute, ihr müsst mir auch helfen. Nee. Das war 3 mit dem Kreis. Das andere war 1. Okay. Also. Das hier war 1. Gut. Check. Haben wir. Upsi. Was haben wir da? Da ist das. Das ist die 4. Ja. Und das müsste hier dann logischerweise die 3 sein. Ne, die 2. Okay.
Ja, ich wollte eigentlich zum kopflosen Nick und was ist passiert? Ja, genau das, was ich wieder vermutet habe. Ich erkunde und gucke. Wieder hier. Gehen wir mal hier ins Wasser. Oder machen wir hier noch irgendwo raus? Ne. Oh. Maus. Oder eine Ratte. Oh, hier ist ja noch was. Was man denn hier doch noch alles so findet. Gut, da waren wir, da war nichts, da war auch nichts. Da auch nicht. Irgendwo war hier noch die andere Truhe. Da war die andere Truhe. Okay. Okay, da war auch nichts. Ui! Wow! Wahnsinn! Ja, Mensch. Hier kann man denn so durchgucken. Okay, mehr kann man hier nicht machen. Okay, ja, super. Gut, ihr habt das Geheimnis natürlich wahrscheinlich schneller gelöst als ich. Auch hier ist wieder so ein Spiegel. Da muss ich dann wieder durchgucken und dann wieder irgendwas finden. Den Schmetterling wahrscheinlich. Ja, nee, habe ich keine Lust zu. Ich will ja jetzt auch endlich mal in der Hauptmission hier weiterkommen für euch. Boah, wo geht's hier denn hin? Ja, schau mal einer, guck. Ja, ey, ist das geil. Ey, da fliegt er mit dem Besen rum. Ey, das ist ja cool. Da kannst du jetzt echt den ganzen Weg gucken. Bist du da unten im Haus? Geil. Cool. Ja, das wollen wir aber nicht. Da kommen wir wahrscheinlich im Spielverlauf noch hin. Was ist das denn da für ein Vogel? Hey, wer bist du denn? Rebellion. Ja, ich denke, die Figuren, die haben alle was zu bedeuten. Es wird schon wieder dunkel hier. Hä? Gut. So, dann gehen wir hier mal rein. Revelio. Ach Mann, ey, ist das denn blöd? Aber na gut. Hier ist auch noch so eine Statue. Da haben wir schon zwei. Hallo, ich bin's, Gareth. Hast du kurz Zeit? Ja, hau rein, Betty. Du hast mich gerufen, Gareth? Ja. Nachdem du mir schon mit der Fußballfeder geholfen hast, kommst du mir jetzt gerade recht. Ich habe eine Idee für ein Getränk auf Basis von zischenden Whispies, aber eine wichtige Zutat fehlt. Du und deine Elixiere, wie kommst du bloß auf das alles? Es ist wirklich eine Gabe. Die Hauptzutat für zischende Whispies sind vermutlich getrocknete Billywick-Stacheln. Davon sollte es ein Vorrat im Keller vom Honigtopf geben. Ich würde sie ja selbst besorgen, aber meine misstrauische Tante Mathilda meint, ich soll mich auf den Zaubertränkeunterricht konzentrieren, nicht auf meine eigenen Gebräue. Ich hatte gehofft, du könntest deinen Geheimgang zum Honigtopfkeller folgen und getrocknete Billywick-Stacheln holen.
Natürlich. Man weiß nie, wann man einen guten Fluchtweg aus dem Schloss braucht. Toll, danke. Aber du solltest wissen, dass es nicht gerade schnell geht. Er ist vor allem geheim. Der Gang ist hinter der Statue einer einäugigen Hexe im Flur im dritten Stock. Tippe sie mit deinem Zauberstab an und sage Descendium. Mal sehen, was ich tun kann, Gareth. Na gut, du darfst als Erster mein neuestes Gebräu probieren, wenn du mir hilfst. Vielleicht kann Amid mir bei den Hausaufgaben für Zaubertränke helfen, damit meine Tante die Züge lockert. Ja, aber natürlich. Ich muss diese getrockneten Billywig-Stacheln holen, damit Gareth sein Gebräu fertigstellen kann. Nein, das machen wir jetzt definitiv nicht. Brunhilde. Ich will mit dem kopflosen Nick sprechen. Was ist denn los mit dir? Aber immer dieses Abweichen von der Hauptmission, das ist so ein bisschen nervig. Eine einäugige Hexenstatue dürfte leicht zu finden sein. Sie da! Ja, Sie! Ich frage mich, ob Sie kurz mit mir mitkommen können. Oh. Cool. 3 von 25. Ja, ratenscharf. Sie wollten mich sehen, Sir? Ja, Sir Nicholas de Mimsey Porpington. Zu Ihren Diensten. Sehr erfreut, Sir Nicholas. Ich weiß von dem Buch, das Sie gefunden haben und den Seiten. Vielleicht kann ich helfen. Folgen Sie mir doch bitte. Es ist nicht weit. Aha. Halt. Woher wissen Sie von dem Buch? Und dass darin Seiten fehlen? Wir Geister reden eben. Sie wurden mit Mr. Sallow in der verbotenen Abteilung gesehen. Keine Sorge, ich behalte das für mich. Ach, schneller geht's, ich kann sie gar nicht. Es mag weit hergeholt sein, aber ich glaube, ich weiß, wer die Seiten hat. Ich kann sie gerne zu ihm bringen, wenn sie mir auf dem Weg dorthin einen kleinen Gefallen tun würden. Aha. Ein kleiner Gefallen im Austausch für die Seiten. Ja, es geht ganz schnell. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie in der Küche ein wenig fauligen Rinderbraten besorgen könnten. Wie bitte? Rinderbraten? Fauliger Rinderbraten? Korrekt, fauliger Rinderbraten. Wenn man genau richtig hindurch schwebt, kann man ihn fast schmecken. Hm. Oh Mann. Oh, ich schätze, das kann ich tun. Aber warum ich? Ganz einfach. Meine geisterhafte Gestalt kann ihn nicht tragen. Revelio. Ja, komm, Opa, schneller. Gib Gummi. Wenn Sie nun den Ritterbraten holen könnten, werde ich alles andere zu gegebener Zeit erklären. Revelio. Warte, Moment. Da sind wir. Und eintreten. Was? Wie bitte? Die Birne kitzeln? Ja, im Gemälde. Ich warte hier. Versuchen Sie, den Hauselfen nicht in die Quere zu kommen. Ich träume bereits vom süßen Duft fauligen Rinderbratens. Da hinten kann ich was notieren. Man hier nicht alles machen kann, ey, das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Hammer, ey. Hä? Wo ist denn die Birne? Da.
Oh, da muss ich mich, glaube ich, unsichtbar machen. Moment. Diese Schüler sind wie ein Rätsel. Was so für den köstliches Essen hat höchstwahrscheinlich Hunger. Du weißt doch, dass man heranwachsende Menschen essen können. Ja, fröhliche Braten. Wie es hier drin duftet. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Hier ist Rindfleisch, aber kein fauliges. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Hier mit ihrem Mega-Power-Trinken, ne? Ja, die Teller sind ja auch genial gestapelt. Oh, shit. Revelio. Kannst du mir sagen, wo der Müll ist? Nonsuch wollte gerade den heutigen Abfall entsorgen. Er ist ganz hinten. Na dann, bedienen Sie sich. Revelio. Oh, das stinkt ja fürchterlich. Ich muss in der Nähe sein. Oh, ein Schüler? Wie schön! Was darf Finky Ihnen bringen? Kürbispastete? Ein überbackenes Käsebrot? Klingt toll. Aber eigentlich brauche ich diesen fauligen Rinderbraten. Ah! Nick hat Sie geschickt, oder? Greifen Sie zu. Finky vermutet, dass Nick es wohl langsam leid ist, sich an den Geschmack von Essen lediglich erinnern zu können. Ist es in Ordnung, dass Schüler in die Küche kommen? Nun ja, wenn Sie schon fragen. Schüler sollten nicht in der Küche sein. Aber Finky hat nichts dagegen. Wirklich nichts macht Finky glücklicher als die Gesellschaft von Schülern. Wir bekommen so selten Besuch und wir haben jede Menge Süßigkeiten. Kommen Sie gerne mal wieder. Hat mich gefreut. Danke für den Braten. War mir ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Und grüßen Sie Nick von Finky. Okay. Oh, da hinten ist noch was zum Schreiben. Wer hätte gedacht, dass all das unter unseren Füßen abläuft? Was kriege ich hier alles für Sachen, ey? Revelio. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Eins war doch hier noch. Wo waren das jetzt? Da. Gut, dann war's das wohl. Gut, dann können wir ja auch rausgehen. So.
Sie sind zurück. Gab es Probleme? Überhaupt keine. Finky schickt schöne Grüße und fauligen Rinderbraten. Das freut mich. Gütig, diese Finky. Bringen Sie das Rindfleisch zu Sir Patrick Delaney Portmore. Dann sind Sie diesen Seiten einen Schritt näher. Das ist alles recht kryptisch, Sir Nicholas. Was geht hier vor? Tut mir schrecklich leid. Das war etwas kopflos. Sir Patrick organisiert die Jagd der Kopflosen. Eine Gruppe kopfloser Geister, die diverse, kopflose Aktivitäten unternehmen. Kopflose Aktivitäten? Ja, Sie werden schon sehen. Nun ja, ich weiß nicht wie, aber ein Mitglied dieser Jagd, Richard Jackdaw, war zu Lebzeiten im Besitz der Seiten. Mein Plan ist, Sir Patrick den verdorbenen Rinderbraten zu bringen, damit er mir, uns erlaubt, an der Jagd teilzuhaben und mit Jackdaw zu sprechen. Sollen wir? Sehr gut. Ich würde Sir Patrick gerne treffen und diese Jagd der Kopflosen sehen. Ah, wie schön. Sie werden es nicht bereuen. Oh Mann. Na, das kann ja was werden. Na, dann mal los. Bleiben Sie hinter mir. Wir wollen zu Sir Patrick. Hey, Nestor, schau, wer da ist. Was haben wir gesagt, fast kopfloser Nick? Hallo, Sir Absat. Dürfen wir durch? Wir haben etwas mitgebracht für Sir Patrick. Der will sich bestimmt wieder einschleimen. Reden die immer so mit ihm? Alles nur Spaß. Sobald Sir Patrick mich bei der Jagd der Kopflosen mitmachen lässt, bin ich dabei. Dieses Geschenk wird ihn überzeugen. Oh, vergessen Sie nicht, warum ich hier bin. Sie werden Ihre Informationen vom jungen Jackdaw bald erhalten. Wo auch immer er ist. Was ich jetzt nicht alles für einen Krug Met oder eine Lammkeule geben würde, dann wäre diese Party komplett. Wie wär's mit etwas ähnlich Gutem? Ah, Sir Nicholas, mit Begleitung. Wer ließ Sie herein? Wir haben da ein Geschenk. Das ist alles sehr verdächtig. Warum Sie wirklich hier sind, kann ich mir denken. Wegen Richard Jackdaw. Wo ist er denn? Können wir ihn sprechen? Jackdaw, wie? Nun, der ist hier. Oh, zu dumm. Ganz ohne Kopf. Sie wollten bestimmt schon immer wissen, wie das ist. Was, Nick? Oh, Sir, Sie scherzen. Ah. Er muss hier irgendwo sein. Wird wohl gerade in einem Spiel verwendet. Wenn Sie ihn finden, haben Sie meine Erlaubnis, mit ihm zu sprechen, junger Mensch. Das kann ich Ihnen nach diesem herrlich fauligen Geschenk nicht verwehren. Sir, es gibt da noch etwas, das ich sehr gern mit Ihnen besprechen würde. Aber Sir Nicholas, wie oft muss ich es Ihnen noch sagen? Unsere Anforderungen sind recht eindeutig. Aber Sir, ich... Ah, das hier ist schließlich nicht die Jagd der Köpfe, die noch an einer Sehne hängen. Also bitte, folgen Sie mir und ich begleite Sie sehr gerne nach draußen. Nun denn, auf Wiedersehen. Vielleicht haben Sie mehr Glück mit diesem Burschen. Hallo Burschens. Na gut. Okay, oh, diese Schramme. Ja, super. Eine Karte scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören, aber ich sollte sie mitnehmen. Oh, Geld. Ja, warum nicht? Ja, nee, Meister Pups. Ich will hier das. Mann, ist das alles schwierig hier. Verdammte Axt noch eins. Rebellion. Kann man bestimmt auch wieder so einiges lesen und finden und. Aber da nicht rein.
Nee. Oh Mann. Was ist das? Da. Oh, cool, so kann man die öffnen, indem man sich unsicher macht. Ja, das ist ja jetzt allerliebst. Oh, das ist ja herrlich. 500, so kriegt man natürlich auch schnell Kohle. Wer versucht sich als nächstes an unserem kleinen Kürbisversteckspiel? Hallo nochmal. Können Sie mir helfen? Sir Nicholas, junger Freund. Hat er Sie verlassen? Aber nein, ich muss mit Richard Jackdaw sprechen. Sir Patrick sagte, sein Kopf könnte hier irgendwo sein. Könnte sein. Es ist etwas unorthodox, Sterbliche einzubeziehen. Aber wenn Sie mit ihm sprechen wollen... Oh, warum nicht? Sie können mit Jackdaw reden, wenn Sie seinen Kopf unter diesen Kürbissen finden. Nicht nur einmal, sondern fünfmal. Der gute alte Dumfrey wird den Kopf jedes Mal versetzen, wenn Sie ihn finden. So sind die Regeln. Was sagen Sie? Ach, egal. Wenn das nötig ist, um mit Richard Jackdaw zu sprechen, dann tue ich es. Fabelhaft! Ein Sterblicher mit Zauberstab hat natürlich einen Vorteil gegenüber uns Geistern. Sie können nach Herzenslust loslegen. Vergessen Sie nicht, das Spiel endet erst, wenn Sie ihn fünfmal gefunden haben. Nun los! Zaubern Sie, bis Sie... Gewiss doch, Dumfrey. Ich hatte schon bessere Momente. Nicht mehr lange. Sie finden... Vorbei? Läuft es noch? Ja, wo ist denn Hinweis? Nicht mehr lange. Sie finden ihn. Gar nicht schlecht. Aber noch sind wir hier nicht fertig. Mit einem Zauberstab könnte ich das auch. Und einem Körper. Nicht schon wieder. Gut gemacht. Der Zauberstab war natürlich nicht verkehrt. Dennoch sind Glückwünsche angebracht. Ja. Nicht übel für einen Sterblichen. Und jetzt sagen Sie Jackdaw, was Sie zu sagen haben. Sie haben es sich verdient. Gut gemacht. Aber was geht hier vor sich? Du gehörst nicht zur Jagd der Kopflosen. Nein. Sir Nicholas meinte, du wüsstest, wo sich einige Seiten befinden, die ich suche. Bei Merlins Bart. Ich weiß, was du meinst. Ich habe sie von Peeves stibitzt. Wie konnte ich das vergessen? Die Karte auf den Seiten führte mich in den Tod. Ich war nicht bereit für das, was mich in der Höhle erwartete. Die Seiten schimmeln wahrscheinlich mit meinen, Überresten vor sich hin. Was für ein letztes Abenteuer. Die Seiten haben dich den Kopf gekostet. Und ich muss in eine Höhle und deine Leiche suchen. Ja, man sollte meinen, ein enthaupteter Geist hätte sich an das Wort Leiche gewöhnt. Nun, ich hätte da eine Idee. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo du hin musst?
Ich brauche die Seiten. Dann treffen wir uns am besten dort. Danke. Keine Sorge. Ich muss nur erst mit meinem Körper wiedervereint werden. Aber das kann Dumfrey erledigen. Wir sehen uns am Waldrand. Ja, siehst du. Das lief doch gut. Schön, schön. So, Aufträge. Aha. Okay. Ach, aktualisiert. Ah, okay, dankeschön. Ja, gehen wir mal ein bisschen schneller, damit wir auch schnell zu der nächsten Mission kommen. Upsi. Ja, wie gesagt, ich werde hier überwiegend die Hauptmission spielen, sodass ich hier auch schnell durchkomme. Aber mein Kumpel sagte mir, wenn man die Hauptquest abgeschlossen hat, sag ich, hat er gesagt, also die Hauptmission oder die Story, dann kann man alle Nebenmissionen und Freundesaufgaben oder was da alles noch an Missionen offen ist, kann man alles denn in Ruhe nachträglich noch sich holen. Ja, darum ist das schon mal denn ganz gut. Finde ich nicht verkehrt. Kann ich mich hier überwiegend über die Hauptmission konzentrieren. Und dann mal schauen, ob ich das dann am Ende der Hauptmission denn noch ein paar Nebenaufgaben mache oder ich es dann einfach denn erstmal sein lasse. Weil ich jetzt auch nicht weiß, wie viele Videos das hier werden. Ich denke mal, das werden wohl noch ein paar werden. So wie sich das anfühlt, sind wir mit der Hauptmission wohl noch ganz am Anfang. Und ja, mal schauen. Wenn ich die Hauptmission denn geschafft habe, ich denke, dann werde ich erstmal den Schluss machen mit Hogwarts. Weil es gibt ja auch noch so viele andere Sachen, die man denn auch noch machen kann. Man kann ja dann noch Tierwesen züchten, damit man da ganz viel Geld machen kann. Man kann sich ja auch noch richtig gute Sachen hier kaufen. Dazu muss man aber dann wieder jede Menge Geld haben. Und ach Gottchen, ja. Ach, da steht gerade was. Ich muss den Entwaffnungszauber erlernen, bevor ich Richard Jackdaws Geist in den verbotenen Wald folgen kann. Oh nee, ne? Stimmt, da ist ein Schloss da unten. Da kann ich noch gar nicht hin. Verdammt. Ja, aber, hä? Ja, wo, aber wie, hä? Stimmt, das ist noch geschlossen. Da kann ich gar nicht hin. Scheiße. Wie erlerne ich den denn jetzt? Oh, nee, ne? Ach, Aufträge. Scheiße. Stimmt, der geht gar nicht. Der ist ein Schloss vor. Sehe ich jetzt erst. Alter. Moment. Da muss ich erstmal gucken, welchen ich brauche. Entwaffnungszauber. Der ist das. Och nee. Och nö. Ja, das ist ja blöde. Bombarda, jo. Verdammte Axt. Jetzt muss ich tatsächlich erst was lernen. Ah. Wirke Incendio auf Gegner. Okay. Was ist das denn jetzt? Sekundär.
Ein Hauch von Liebe. Erscheinungsbilder. Super. Oh. Ja, dann mache ich das jetzt erst als erstes. Oh, verdammte Kacke. Ey. Jetzt muss ich erstmal. So, wo führst du mich denn jetzt hin? Achso, du führst mich jetzt denn wieder in die Burg rein. Nach Hogwarts, okay. Oh, fuck. Ich weiß, eigentlich wollte ich das ja erkunden. Ja, momentan sehne ich mir den Besen herbei, damit ich schnell reisen kann. Ja, gut. So, dann laufen wir halt ein bisschen schneller. Verdammte Axt. Da ist das eine mit dem anderen verbunden. Verdammt. Na gut. Dann machen wir das doch mal. Boah, ich bin über fast einen halben Kilometer entfernt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ach Gottchen, ey. Oh. Ja, gut. Dann machen wir das mal so. Können wir uns ein bisschen die Gegend angucken. Über die Brücke. Hier ist noch eine Brücke. Dann einmal hier rum. Oh, wir nehmen den Hintereingang. Okay. Cool. Hehe. Wahnsinn. Rebellion. Hof des Glockenturms, okay. Die Glocken hatte ich doch schon, oder? Ja. Hier stellt sich mir die Frage, was genau, was muss ich hier machen? Wo muss der hin? Revelio. Das ist die Frage. Wo muss ich den hinschieben, damit. Oder was muss ich damit machen, generell? Ja, egal. Das sind wieder so Geheimnisse. Ich denke mal, da muss man sich dann wieder im Netz schlau machen. Hier brennt auch alles. Was ist das? Nichts machen, okay. Revelio! Das war ja lustig. Oh Mann, ey. Das ist ja heftig, dass man erst. Okidoki. Ja, Mensch, super. Oh, das ist so riesig hier. So. Revelio. Unglaublich riesig. Hier ist auch schon wieder so ein Spiegel, wo man ja wieder die Schmetterlinge finden muss. So.
Revelio. Ja, müssen wir wahrscheinlich auch noch wieder. Boah. Vollmantel. Hä? Ja, geil. Frag mich nicht, warum ich das mache. Ich habe keine Ahnung. Ich. Ja. Hier ist auch schon wieder so einer. Ach, keine Ahnung. So, und jetzt mal ganz ehrlich. Hättet ihr den Weg so ohne Wegbeschreibung gefunden? Ich nicht. Also. So. Experimentus. Hier. Wie heißt er jetzt noch? Experimentus. Okay, was muss ich dafür machen? Entgehe erfolgreich gegnerischen Angriffen per Ausweichrolle. Wirke Incendio auf Gegner. Incendio hatte ich doch. War das nicht das hier? Ja. So. Können wir das jetzt so oft machen, wie wir wollen? Oder wie ist das? Hallo Lucan. Ist die Finalrunde der gekreuzten Stäbe soweit? Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Nein, ich will's. Ich trete allein an. Dann kann's ja losgehen. So. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. So, wie viel bin ich denn jetzt ausgewichen? Das wird doch hier bestimmt. 5 von 10. Alles klar. Also muss ich noch 5 Mal.
Ich müsste es jetzt eigentlich geschafft haben. Moment. Ja, sauber. Jetzt könnte ich quasi gesehen dahin gehen. Ja, gut. Dann kann ich das ja auch fertig machen. So. Oh, shit. Was für ein Sieg! Du hast das Turnier gewonnen! Ich bin nur froh, mich gut geschlagen zu haben. Und wir sind froh, so einen gnädigen Champion zu haben. Jetzt erhält der Sieger den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Danke. Es war mir eine Ehre. Wohlverdient. Du bist ein ernstzunehmender Duellant. Nachdem wir jetzt einen eindeutigen Turniersieger haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht, ich habe mich lange nicht gekümmert. Ja. Cool. Schade, dass es vorbei ist. Ich wurde gerade erst warm. Ja, natürlich doch. Du bist unschlagbar, was? Ne, klar, bin unsterblich. Gut. Hallo, Lucan. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Nee. Moment, vielleicht komme ich doch später wieder. In Ordnung. Komm vorbei, wenn du soweit bist. So. 48 Minuten schon. Heiliger. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, unsere Aufträge. Wir müssen nämlich jetzt denn hier hin und diesen Zauber erlernen. Gucken wir mal, ob ich das noch schaffe in der Zeit. Weil ich kann ja leider nur eine Stunde aufnehmen. Dann gucken wir mal, ob ich das jetzt noch in der Zeit schaffe. Tut mir jetzt leid, dass die Videos jetzt denn immer länger werden. Aber ich möchte dann aber auch gerne mal hier in der Hauptmission weiter vorankommen. Gut, jetzt ist das natürlich alles so ein bisschen mit Aufgaben verbunden. Mach dies, um das zu kriegen und erlerne nochmal eben das, damit es in der Hauptmission weitergeht. Ja, das ist ja... Oh. Ist ja jetzt, das Rad ist jetzt auch nicht neu erfunden worden, ne? Also das ist ja nun, hat man jetzt ja auch schon in anderen Spielen. Dass man erst Aufgabe A, B, C und dann zurück nach A und dann wieder B. Also das ist ja nun, ne? Du verteidigst ja neuerdings also Hogsmeade gegen Trolle? Man kann es auch übertreiben. Ach, sabbel nicht. Ja, also das Rad wird hier jetzt nicht neu erfunden, also das ist jetzt denn, ne? Ja. So. Auf geht's. Ach, da wird wahrscheinlich Musik gespielt, die ich ja nun ausgemacht habe. Weil man ja nun nicht weiß, wie das jetzt mit dem Copyright ist und mit dem ganzen Lizenzenkrams und ja. Meister. Ich hoffe, Sie haben alles geschafft, was ich Ihnen aufgetragen habe. Ja, natürlich. Professor, ich habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen.
Okay. Zaubern erfordert Konzentration und einen ruhigen Zauberstab. Hm. Gut. Kreuz, Kreuz, Kreuz. Viereck, Kreuz. Okay. Gute Arbeit. Die Puppe ist hier, falls Sie noch üben möchten. Aufgaben abschließen. 1 von 4. Okay. Professor, hätten Sie einen Moment? Natürlich. Was gibt es? Haben Sie eigentlich Hogwarts besucht? Ja. Ich bin stolzes Mitglied des Hauses Ravenclaw. Warum fragen Sie? Ich wüsste gern, wie sich Hogwarts in den Jahren verändert hat. Verstehe. Wie Sie sicher schon vermutet haben, steckt das Schloss voller Überraschungen. Ich wage zu behaupten, dass sich hier mehr bewegt als die Treppen. Was die Schüler angeht, nun, sie scheinen jedes Jahr fähiger zu werden. Obwohl, zu meiner Zeit haben wir genauso viel Unfug gemacht wie Sie jetzt. Als Schulsprecherin habe ich bei allen Arten von Streichen weggesehen. Aber auch ich habe einmal einen gewissen Phineas Nigellus Black ermahnt, weil er in der Vorlesung einen Zuckerfederkiel gegessen hat. Ich wusste gar nicht, dass Sie und Professor Black hier zusammen zur Schule gegangen sind. Der Schein kann nun mal trügen. Wissen Sie, ich wurde einmal von der Zeit selbst verwundet. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber... Es klingt furchtbar. Nun ja, das war eben das Risiko meiner vorherigen Stelle. Sie haben vielleicht schon gehört, dass ich jahrelang eine Unsägliche im Ministerium war. Eine Unsägliche? Was hat... Ah, wie Sie sich denken können, kann ich nicht darüber sprechen. Es genügt zu sagen, dass die Aufgabe nicht ungefährlich war. Nun, ich hoffe, ich konnte Ihre Neugier vorerst befriedigen. Das haben Sie. Danke für Ihre Zeit, Professor. Üben Sie weiter Ihre Handarbeit. Man muss stets auf Unfug gefasst sein, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Schlosses. Okidoki. Gut, dann wählen wir den auch gleich mal aus. Was hat eigentlich der hier? Was ist das? Reparo. Ach, der repariert. Ja, sagt ja auch eigentlich schon Reparo, ja. Was ist das? Ach, da kann man mit dunklem Licht machen, okay. Und damit kann man die Sachen herholen, ne? Was war das? Ja, okay. Ja, nee, wir wollen ja... Okay, dann machen wir das jetzt erstmal den dahin. So. Ja, Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Aber üben Sie weiter. Expelliarmus rettet Ihnen vielleicht mal das Leben. Okay. Boah. Aha, Sie üben wohl noch. Ach, da steht das. Das wird aufgeladen, okay. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, klicken wir mal hier. Ach, jetzt ist das nämlich auch auf. Finde die fehlenden Seiten des Buches. Jupp. Okidoki. So, dann würde ich sagen, gehe ich outside on the club. Nein, gehe ich nach draußen von Hogwarts, werde da abspeichern und dann geht's im nächsten Video weiter. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobia Steine finde. Na egal. Moment, hier ist Simon.
unsichtbare Truhe. Sehr schön. Ja, dann geht es nämlich im nächsten Video weiter, wie ich denn die fehlenden Seiten hole. Und dann geht es nämlich dann in der Hauptmission weiter. Okay, immer was anderes. Ja, wie gesagt, dann geht es in der nächsten Mission weiter. Im nächsten Video meine ich, Entschuldigung. So, da sind wir auch schon draußen. Ja, Meister, was hast du denn jetzt vor hier mit mir? Ist hier denn der, ja, war denn du? Kannst dich nicht entscheiden oder was? Hast du leichte Schwierigkeiten, ne? Ich merke das schon. So. Ja, wie gesagt, die Videos werden jetzt ein bisschen länger. Habt ein bisschen länger was zu gucken. Ob ihr euch das ganze Video denn anguckt, es bleibt euch überlassen. Ich gehe mal nicht davon aus. Ich denke mal, ihr werdet vorspulen, das Video denn ausmachen. Ja. Ich sag mal, ist mir aber egal. Weil ich mache das hier just for fun. Also nicht, weil ich es machen muss, sondern weil ich da Bock drauf habe. Und das habt ihr eben auch gemerkt, wenn ich dann mal keinen Bock habe, dann spiele ich einfach nicht. Dann mache ich auch keine Videos. Lade keine Videos hoch. Das ist bei mir dann mit Lust verbunden. Na, jetzt habe ich dann mal wieder Lust zu. Und von daher kommen jetzt auch wieder ein paar Videos. Und dann ist das Ganze denn schon schön. Moment, da ist was Rotes. Was sind die denn? Vier Wesen sind da, um gegessen zu werden. Bei den Drachenkämpfen zu wetten, war meine bisher beste Entscheidung. Okay, die werden dann wohl irgendwo da hinter den Felsen sein. Okay. Das Drama, das sehen wir uns aber im nächsten Video an. Das mache ich dann auch gleich zu Anfang. Ich werde jetzt hier speichern. Und dann schauen wir nämlich denn hier mal weiter. So, 6 Stunden schon gespielt, siehst du. Supi, Speichern abgeschlossen. Jackdaws letzte Ruhestätte. Ja, siehst du, das ist doch schon mal toll. Gut, so viel dazu. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Und ja, mal gucken. Ich hoffe, der Speicherpunkt, der schmeißt uns hier wieder raus, damit ich die 3 roten Freckels da besiegen kann. Und dann gucken wir mal weiter. Nicht? Ja. Gut, dann wünsche ich euch noch was Schönes. Und ja, Unboxing-Videos kommen auch noch ein paar, weil ich habe hier noch so ein paar Sachen bekommen. Und dann sehen und hören wir uns in einem neuen Video. Ciao, ciao.